So, Leute, da bin ich wieder. Euer Matchup Mafia 96 meldet sich zurück. Wir sind jetzt erstmal in Part 2 von unserem kleinen Anno 1404 Abenteuer. Und ja, eine Sekunde, muss nämlich nochmal die Stoppuhr zurücksetzen und neu starten. Jetzt haben wir das auch Eine wieder mutige vernünftig. Entscheidung. Im Orient werdet ihr bestimmt auf neue Herausforderungen stoßen. Da gehe ich von aus, mein Lieber. Wenn ihr euch hier ansiedelt. So, ich war im letzten Part dabei. Dies sind die ersten Baupläne, die ich euch aushändigen kann. Können die Typen jetzt endlich mal die Klappe halten? Es nervt. So, ich wollte nämlich im letzten Part noch darauf hinaus, bezüglich der Politikverdrossenheit. Natürlich habe ich mir jetzt auch mal ein bisschen angeguckt, was so während der ganzen. Mein Gott, ich komme wie gesagt einfach nicht auf den richtigen Begriff. Während der gesamten Treffen halt mit der Presse. Dementsprechend, wenn die guten Leute von der Presse unsere Bundesregierung fragen, ja, was ist denn so los? Natürlich sind da immer nur Pressevertreter, keine Frage, ne? Da sind meistens nur die Pressevertreter, da sind nicht die Minister direkt. Das wäre ein bisschen nicht merkwürdig, aber es wäre auf jeden Fall, ja, sagen wir mal, recht schwierig, denke ich mal, das zu managen, dass die ja wirklich, die können ja nicht überall rumspringen. Aber was für Wischiwaschi-Antworten die da gegeben haben, aber nicht zwingend Wischiwaschi-Antworten, sondern einfach, ja, wir lassen das erstmal offen. Ne, wir lassen das erstmal offen. Wir können da jetzt nichts Genaues zu sagen. Wir möchten die Gesprächen, die da dann kommen werden von Eine unseren, Koalition kommt zum Erliegen. ja, die da dementsprechend kommen werden, möchten wir nichts vorweggreifen und so weiter und so fort. Und ich muss sagen, oh, oh, Leute, entweder ja oder nein. Also bitte, es gibt natürlich auch immer wieder diese Graustufen und immer was dazwischen, keine Frage, aber irgendwann geht es einem tierisch auf die Nerven, wenn man das immer und immer wieder hört. Also, dass man da keine Lust mehr hat, dass da viele Leute einfach keinen Bock mehr haben auf diesen Käse. Das ist irgendwo doch, denke ich, verständlich. Und das erklärt natürlich auch diese ganzen Protestwähler, die AfD, NPD und sonst was wählen. NPD ist natürlich jetzt ein bisschen weit ab vom Schlag. Also die sind jetzt natürlich nicht mehr so sehr im Gerede wie jetzt derzeit die AfD. Und ja, ich kann nur hier direkt meine Meinung zur AfD äußern. Diese Deppen kann man in der Pfeife rauchen und nicht mal zum Pfeifen Tabak taugen sie. Also die haben keine konkrete Meinung, eine vernünftige, im Endeffekt, ja, alles ist scheiße, was aus dem Ausland kommt, fertig. Ungefähr so. So kommt mir das teilweise vor. Die haben einfach keinen konkreten Plan. Aber mei, wer braucht schon Plan, ne? Mein Gott, das ist doch vollkommen unnötig. Das ist ungefragt. Wer braucht sowas? Ja, aber wir wollen uns gar nicht weiter über sowas aufregen. Ich möchte mich da heute gar nicht weiter darüber aufregen. Es ist im Endeffekt, ja, wählen werde ich diese Deppen auf jeden Fall nicht. Das geht mir gegen Strich. So viel Idiotie, ne? Also, danke, nein. Da kann ich gerne drauf verzichten. Aber bevor ich jetzt weiter über sowas rede, werde ich natürlich erstmal weiter mit Anno fortfahren. Also, ich wollte jetzt die orientalische Siedlung hier aufbauen und gucken, dass wir vielleicht später auch dementsprechend schon mal, vielleicht in diesem Part, die erste Handelsroute aufmachen. Und zwar für die Gewürze, die die Bürger haben wollen, um zu Patriziern aufzusteigen. Das ist natürlich immer so eine Sache für sich. Und ja, ihr seht gerade meinen Baustil. Ich baue natürlich immer hier schön in kleinen Rechtecken. Ist auf jeden Fall ganz lustig. So, jetzt erstmal Straße drum, das motzen sie. Was interessant ist, in Anno 1503 muss man nicht mal eine Straße drum ziehen. Die rennen auch so zum Marktstand. Aber mal. Dann ist dem so. Ich denke, ich werde das jetzt auch erstmal so lassen. Das Schiff werde ich jetzt wieder hier hochschicken dementsprechend. Und ich habe mein Schiff hierhin geschickt, ne? Genau, ich Seid wollte ihr nämlich. herzlich gegrüßt? Ich hoffe, ihr findet. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Wunderbar, dass du damit einverstanden bist. Ich wollte nämlich, wie ihr seht, ein bisschen Werkzeug kaufen. Ich möchte auch mal gucken, okay, wir haben genug Holz, das ist sehr schön. Wie viele Einwohner haben wir? Dementsprechend von dieser Stufe 150 Bürger. Das heißt, wir brauchen doch noch ein paar weitere. Und ich denke mal, es wird sogar vielleicht, ups, doch Zeit, dass wir expandieren. Mit unseren Marktplätzen in diese Richtung, auch wenn natürlich hier noch genug Platz ist, keine Frage, aber ich habe es gerne, dass hier erstmal am Anfang noch die Produktionsstätte ein bisschen florieren kann, sich ausbreiten kann. Aber ja, ich muss dementsprechend gucken. Gute Frage, was mache ich denn jetzt? Am besten schicke ich einfach mal irgendein Schiff in irgendeine Richtung. So, du fährst in die Richtung, dann guckst du dir mal an, was noch für Inseln hier gibt. Und ja. So großartig fällt mir eigentlich auch nichts mehr ein und ich hoffe, wohlgemerkt, dass die hier nicht rumbrennen. Oh, alles ganz frisch auf dem Tisch. Oh, ist das schön. Was gibt's denn auf dem Tisch? Guten Fisch, ne? Das war's. Ende. Wort von Fisch reden.
Reicht denn der da unten noch? Sieht eher mau aus. Ich würde einfach behaupten, Leute, ich setze hier nochmal einen Fisch hin. Ich hätte gerne auch eine Werft schon. Ich glaube, wir haben auch schon neue Baumaterialien. Oder? Haben wir neue Baumaterialien sowieso? Aber ich meinte natürlich Bauvorhaben, die wir planen könnten. Nein, können wir nicht. Ja, das ist da wohl noch ein bisschen hin. Ich brauche dementsprechend wesentlich mehr Bürger. Wie viele können hier denn derzeit gleichzeitig wohnen derzeit? Derzeit. Ich liebe dieses Wort. Oh Mann, ich wiederhole mich. So. Also 255, wir brauchen 250. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten. Und ich warte auch nicht so gerne. Aber wie wir sehen, die dritte Plantage ist am Laufen. Gut, sehr gut. Und dann kann ich auch gleich schauen, wie viele Nomaden wir brauchen, um dementsprechend 145, um die Gewürze zu haben. Und ja, wir haben definitiv genug Häuser hier. Aber halt kein Baumaterial jetzt mehr. Das ist schade. So, dann schauen wir doch noch mal hier. Ihnen stehen weitere Gebäude zur Verfügung. Sehr schön. Weitere Gebäude. Was sind das für weitere Gebäude? Wahrscheinlich hier bei den Bürgern. Wunderbar. So, das bedeutet, Freunde, ich werde jetzt hier etwas hinsetzen. Eine schöne Eisenmine. Einen Köhler. Land in Sicht. Land in Sicht. Wunderbar. So. So. Und dann noch dementsprechend zwei von denen, wenn das passen würde, aber tut es nicht, weil kein Holz mehr da ist. Aber jetzt kann ich auf jeden Fall auch mal diese ganze Geschichte rausnehmen, denn ich habe jetzt meine eigene Werkzeugproduktion. Die Ihre werde ich Siedlung natürlich. ist gewachsen. Schön. Die werde ich natürlich noch ausbauen, die ganze Geschichte, weil zwei finde ich dann ein Es ist bisschen zu erstaunlich, wenig. wie schnell eure Stadt wächst. Finde ich auch. Ei, gucke mal da. Ist aber schön. Hier würde ich dementsprechend Most und Hanf nachher herholen. Wie ich das so sehe, sieht ganz gut aus. Das ist eine schöne große Insel. Und du bist mittlerweile am Ende angekommen. Du kannst jetzt erstmal wieder hier runterfahren. Und ja, wie gesagt, ist eine sehr kleine Inselwelt, auf der wir uns hier befinden. Aber im Endeffekt für das Vorhaben, was hier von einem verlangt wird, reicht das allemal. Und ich denke mal, die 5000 Einwohner und die 150.000 Gold anzuhäufen, ist jetzt nicht das große Problem am Ende. Aber die Adligen, die werden dann halt immer so ein Fest sein. Vor allem die zufriedenzustellen, ist mega nervig. So, ich werde jetzt auch hier wohlgemerkt, wenn ich schon mal die Insel so nach und nach baue, werde ich schauen, dass ich immer wieder Plätze freilasse, dass man vielleicht mal eine Kirche oder einen Schulturm oder sonst was dahin bauen kann, was halt später noch kommt. Wohlgemerkt, ihr merkt, ich spoilere euch schon mal mit ein paar Gebäuden, einfach nur, weil ich jetzt einfach davon ausgehe, dieses Spiel ist 10 Jahre alt, Leute. Irgendwann muss man wissen, worum es geht. Oder hat zumindest schon mal davon gehört. Ja, wir können eine Werft bauen. Das wäre eine wunderbare Sache. Ich hätte nämlich dann ganz gerne schon mal. Ja. Ich würde zwar gerne die Werft bauen. Problem ist, wie ihr seht, wir haben kein Werkzeug. Werkzeug. Komm her. Ein neues Eiland wurde gesichtet. Schön für das Eiland. So, jetzt möchte ich natürlich auch nochmal Steinstraßen bauen, damit die Produktionswege etwas schneller gehen. So. Auch viel mehr die Abholwege. So, und jetzt geht mir eigentlich auch so ziemlich Sie schnell der haben auf Gesprächsstoff einer aus. Insel ein Gebäude entdeckt. Schön, mir geht der Gesprächsstoff aus, wie ihr merkt. Aber mei, was will man machen? Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten, Freunde. Warten oder ich spule vor, das ist natürlich immer ein sehr adäquates Mittel. Ach, es ist wirklich sehr entspannt, dieses Spiel zu spielen, auch wenn ich. Im Endeffekt, ich überlege jetzt gerade sogar, Leute, ob ich nicht sogar die Nacht noch durchmache. Es ist der ausdrückliche Wunsch des Kaisers, dass ihr euch hiermit befasst. Fahren Sie mit dem Schiff zum Eine Ko. Insel wurde ausgemacht. Okay, den mache ich dann halt. Hatte ich gerade sowieso vor. Also im Endeffekt ist es gar nicht mal schlecht. Was ist denn die Aufgabe an sich? Ein Bericht an wen? Nun, steht hier alles. Fahren Sie mit einem Schiff zum Konto von Lord Northburg.
Was als einfacher Spaß zwischen zwei Freunden begann, wurde mit der Zeit zu einer ernsten Leidenschaft von Azahir und Lord Northburg, die Dokumentation des Zusammenspiels beider Kulturen. Das erste Werk wurde unlängst fertiggestellt. Nun soll eine Abschrift in des Großwesirs Bibliothek gebracht werden. Ach so. Stand er nicht gerade eben noch hier oben, als er kam, von wegen, ja, bitte machen Sie das für mich mal lieber, dass es eine umfangreiche Aufgabe sein wird? Ich frage mich, inwiefern von euch, was wird da noch zukommen? So, das Schiffchen fällt jetzt auf jeden Fall nochmal querbeet über die ganze Karte, bis da oben in die Ecke. Konntet ihr diese wichtige Angelegenheit erseit bedankt für eure tatkräftige Unterstützung? Also ja, jetzt muss ich dementsprechend zu unserem lieben Großvisier. Ohne eure Hilfe kann ich diesen wichtigen Auftrag nicht. Ja, jetzt liefern sie dementsprechend zum Konto von Azahir. Ach, guck mal. Habe ich da gelesen? Ich krieg Steine. Ich krieg Steine. Schön. Ah, ist das nicht herrlich? Ach, wo ich gerade die ganzen Produktionswege gesehen habe, ne? Guckt mal, was ich vergessen habe. Wollte nicht vergessen, sondern vielmehr. Da speichert das Spiel einfach mal. Ich hatte das, glaube ich, auf eine halbe Stunde eingestellt. Alle halbe Stunde ist dementsprechend eine automatische Speicherung. Und ja, ich denke mal, ich werde jetzt hier sogar noch einen weiteren Steinmetz hinsetzen. Konntet ihr diese Angelegenheit regeln? Ja, konnte ich, bitteschön. Schukran, ihr habt dem Sultanat einen großen Dienst erwiesen. Oh, das war wunderbar. Schön, dass ich das tat. Danke für den Stein und ab dafür. So, jetzt habe ich 200 Ruhm, Leute. Ich könnte mir schon mal die nächsten Schriftrollen holen. Oder ich werde das hier mal freischalten. Und das hier auch mal freischalten. Jetzt habe ich nur 100 Ruhm, aber das hat sich auf jeden Fall schon mal für später gelohnt. Ja, ich wollte ja noch die Werft bauen. Und natürlich, ich Dödel, habe jetzt natürlich auch noch das ganze Werkzeug hierfür verballert. Da war was. Die wollen jetzt aber auch noch dementsprechend ihre Gewürze haben. Die wollen gleich noch eine Schenke haben. Was tun, was tun? Oh, mein Gott, ich sitze hier richtig beschissen gerade. Sehr unbequem. So, ihr entschuldigt mal eben. Ich werde ein Stückchen Schokolade zu mir nehmen. Einfach nur, weil hier liegt gerade so Schokolade sehr schön neben mir. Muss ja auch mal sein. Mein Volk kennt das Geheimnis des Gewürzanbaus. Danke für den Tipp, das weiß ich, mein Lieber. Aber ich bin über eine Sache ganz froh, dass hier dementsprechend die ganzen... Ihr merkt, ich mag das Wort dementsprechend. Ich liebe dieses Wort. Ich nutze es auch sehr viel im Schriftverkehr. Oh Mann. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass hier die Betriebe nicht brennen. Ich erinnere hier mich an Anno 1800. Auf einmal eine Explosion ereignete sich in einem ihrer Betriebe. Auf einmal ist die Schnapsbrennerei in die Luft geflogen. Ich denke mir, ja Leute, deswegen sagt man immer nicht zündeln. Das fand ich dann schon doof. Und vor allen Dingen, natürlich habe ich keine Feuerwehr hingesetzt. Weil ich das nicht wusste, weil ich damit nicht gerechnet habe. Ja, und seitdem baue ich überall Feuerwehren. Das passiert immer mit den Industriebetrieben im Stahlsektor und mit so Brennereien. Rumbrennereien, Schnapsbrennereien, die fliegen gerne mal in die Luft und brennen gut. Und ja, da baue ich dann halt auf einer Insel ein Gebäude entdeckt. Überall die Feuerwehren hin. Die, alter Schwede, ne? Manchmal muss man schon sagen, Anno eignet sich teilweise nicht sehr gut zum, Let's Playen, Let's Duddeln, wie auch immer. Ich habe das ja früher Let's Duddeln genannt, falls sich noch jemand an meine alten Videos erinnert. Die waren ja wirklich Murks. Großer, großer Murks. Aber ja, die Spiel eignet sich sehr schlecht dazu. Hier redet einem ja dauernd jeder rein. Das ist auf Dauer dann schon ein bisschen nervig. So, jetzt auf jeden Fall brauche ich noch, ich denke mal, ich sollte noch eine weitere Werkzeugproduktionskette aufmachen. Einfach nur aus Prinzip. Wo haben wir denn? Haben wir überhaupt noch irgendwo in der Nähe? Jetzt so ganz schnell in der Nähe, außer jetzt den hier? Haben wir sonst nicht, ne? Na, Leute, dann werde ich das so dementsprechend da hinsetzen müssen.
Brauche ich hier noch den Köder hin? Und eine schöne Straße. Moment mal, das hätte ich gerne so. Danke. Und jetzt den hier. Und ich habe kein Werkzeug für die Werkzeugschmiede. Ha, schön. Das Schiff ist auch oben angekommen. Ich werde jetzt... Wisst ihr was? Ich werde jetzt erstmal zu dem Schiff da oben gehen. Schick dich mal in die andere Richtung wieder. Und dann sollten wir auch hier wieder eine Tonne haben. Ach, guck mal, ist das nicht schön. Laufen denn die Werkzeugschmieden jetzt endlich beide vernünftig? Ja, wunderbar, endlich. Hat ein bisschen gedauert, bis das angelaufen ist, aber es hat geklappt. Wir haben genug Holz. Ich werde jetzt erstmal wieder ein paar Bauernhäuser hier hinsetzen. Wir haben, denke ich, auch mal erstmal noch genug Fisch für die ganze Geschichte. Und ja, wie gesagt, ich habe hier immer noch keine Feuerwehr gebaut. Ich muss mal gucken, dass ich hier noch eine hinsetze, weil ich weiß nicht, ob es dementsprechend brennt. Ah, verdammt. Da reicht das Holz nicht mehr. Nein. Schon besser. So, jetzt habe ich natürlich dementsprechend keine Baumaterialien mehr und ich würde gerne eigentlich schon das Gewürz, die Gewürze fertig machen. Ach, das ist doch ein Elend. Es ist ein Elend. So, auf jeden Fall die Straße hier mal ausbauen. Und jetzt können wir auch wieder das hier hinsetzen. Da bin ich noch sehr zu weit. Können wir nicht, ich habe kein Holz. Komm schon, Holz, komm her. Ich sollte vielleicht auch mal so langsam darüber nachdenken, die Markthäuser und das Konto auszubauen. Aber das kommt alles noch. Das kommt alles noch. Ja, ich werde jetzt auch mal nach diesem Part hier gucken, wie die erste Aufnahme verlaufen ist. Also wie groß die Datei vor allen Dingen ist. Das wäre mal sehr interessant, weil Leute, ich benutze keine Renderprogramme. Weil gute Renderprogramme kosten Geld und ich bin leider noch einer von der Sorte. Nicht von wegen, ah nee, das wird zu teuer, das will ich mir nicht leisten, das nicht. Sondern ich bin einer von der Sorte, bitte schicken Sie mir einen Überweisungsträger per Post zu. Ich mache das dann per Banküberweisung und ja, ich habe zwar mittlerweile eine Kreditkarte, aber ich weiß nicht. Ich halte immer noch nicht viel von derlei Dingen wie, ja, zum Beispiel so ganz tollen Sachen. Ich sollte den vielleicht ein bisschen näher rücken. Warte mal. Moment. Den setzen wir mal hier. Den reißen wir ab. Ich halte immer noch nichts von Online-Bezahlmethoden. Ich weiß nicht. Es ist halt einfach nicht meins. Es wird nie ganz meins sein. Das erklärt auch so einiges, warum der hier dementsprechend keine Kohle hatte. Der Köder ist zu weit weg. Da muss das Markthaus zwingendermaßen hier, ne, so Sprichsporn. Ja, die Kohle erstmal abholen, bevor der rankommt. Na, verdammt. So, das baue ich jetzt erstmal aus. Ja, nochmal nach den Materialien gucken. Wir haben auf jeden Fall Fisch und Most. Warum kriegen wir einfach mal Seile? Und warum haben wir Leinkutten zum Henker? Das erklärt auch, warum das hier unten erfüllt ist. Warum? Wozu? Das ist irgendwie so verwirrend. Vorher jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich vor allen Dingen die Markthäuser ausbaue, vor allem die bei den beiden Produktionsstätten hier oben und unten, vor allem weil hier so viele Gebäude dran gesetzt sind. Ja, das Schiffchen schicke ich wieder nach Hause. Komm her. Jetzt werde ich hier nochmal ein Haus reinsetzen, dann sieht es wieder schöner aus. Und ja, jetzt muss ich gucken, was ich mache. Ich würde gerne Leinenkutten haben. Ich möchte gerne Leinenkutten haben. Ich würde aber auch gleichzeitig gerne eine Werft haben, endlich mal. Natürlich fehlt das Holz. Ich habe das Gefühl, meine Holzproduktion ist noch etwas unzureichend. Ich sollte mich vielleicht mal drauf einstellen, demnächst noch mehr Holzfäller hinzusetzen. Vielleicht noch einen fünften irgendwo hin. Vielleicht hier unten noch einen hin. Das tue ich jetzt auch. So, damit es schön aussieht. Machen wir das so.
Zu wie viel Prozent läuft der? 100. Wunderbar. Der hier? 100, 100, 100 und 100. Und ich habe so die Straße perfekt gesetzt. Wow. Direkt mal Glück gehabt. Ja. Freunde, wir haben jetzt auch schon wieder unsere 20 Minuten erreicht. Ja, ich werde mich dementsprechend genau daran halten. Alter Schwede. Oh, meine Güte. Jetzt sehe ich das gerade. Ich habe die Stoppuhr natürlich über mein Handy laufen und ja, mein Gott, saugt das Akku. Ich hatte gerade noch 45%. Jetzt habe ich nach 20 Minuten dauerhaft der Stoppuhr nur noch 22, nee, 21%. Ich sollte dringend das Handy an den Strom anschließen. Ja, aber das erstmal von mir fürs Erste, von dieser Folge. Die ganze Geschichte mit dem Ausbau der Siedlung werden wir dann nochmal schauen und vor allen Dingen. Ah, ja, wir haben auf jeden Fall mittlerweile eine ziemlich stabile Produktion von Baumaterialien. Das finde ich sehr schön. Das heißt, ich kann das ganze gute Zeug nachher hier runterbringen und kann schon mal zusehen, dass ich dann vor allen Dingen zwei Gewürzplantagen hier hinsetze. Vielleicht schaffe ich sogar schon eine hinzusetzen, ohne direkt Baumaterialien runterbringen zu müssen. Aber das wird sich alles in der nächsten Folge zeigen. Also, meine Lieben, ich würde sagen, das war's für das erste wieder von dieser Folge, Anno 424. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis denne.